Ja, herzlich willkommen. Jetzt ist bei unseren Coffee Talks heute die Zeit reif für hexagonale Architektur. Zu dem Thema hat nämlich Matthias Egger uns einen Vortrag vorbereitet. Matthias, du bist als Senior Software Architekt bei Jambit derzeit im Bereich Media unterwegs. Und in deinem Vortrag heute soll es eben um hexagonale Architektur gehen. Du zeigst uns, wie das aussehen kann und wann es sich lohnt, das mal einzusetzen. Und ja, wie immer gilt, stellt Fragen gerne schon vorab oder eben während des Vortrags in den Q&A-Bereich, damit wir sie dann am Ende des Vortrags direkt mit aufgreifen können. Ja, ich bin gespannt, was du uns so zu erzählen hast. Ja, vielen Dank. Ja, los geht's. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag zum Thema hexagonale Architektur, a.k.a. Ports and Adapters, a.k.a. Onion Architecture. So, ich schmeiße Buzzwörter um mich, so, ihr werdet euch fragen, was soll das und was geht's jetzt hier? Warum müssen wir uns jetzt über Architekturen unterhalten und warum ist meine Layered Architecture plötzlich nicht mehr gut genug oder was? Reden wir drüber. Ja, also bevor wir über Architekturen reden und Architekturen bewerten oder vergleichen wollen, müssen wir vielleicht nochmal überhaupt das Problem richtig beschreiben und uns klar werden darüber, was erwarte ich eigentlich als Softwareentwickler von einer Architektur für mich. Ja? Und dann können wir ja schauen, was vielleicht falsch läuft mit den Layers oder whatever. Und das bringt uns ganz natürlich dann zu den hexagonalen Architekturen mit Ports und Adapters. Und das war es auch schon. Ja, Onions Commander dazu werden wir gleich sehen. Naja, okay, was erwarte ich denn als Softwareentwickler von meiner Architektur? Naja, sie soll mir vor allem in meinem Daily Business weiterhelfen. Ja? Und was ist mein Daily Business als Softwareentwickler? Change. Ja? Erstens, das ist eine fundamentale Regel im Leben, das haben die Philosophen schon vor 2500 Jahren erkannt. Und Benjamin Franklin hätte es nicht schöner sagen können, ja, als Entwickler. Wenn ich fertig bin, Changes einzubauen in meinen Service, dann bin ich fertig. Ja? Und nicht umsonst steht es ja auch deswegen im agilen Manifest, responding to change, unexpected change, ja, aber following a plan. Naja, wir wissen alle, wie das ist. Ja. Man startet mit einem kleinen Greenfield-Projekt oder so, schön klein, und dann denkt man an, Dinge drauf zu implementieren. Changes on top of changes. Ja. Ich baue Features ein, dann kommen Features oben drauf, Bugfixes und so weiter. Das heißt, während sich mein Service, mein Code weiterentwickelt, wird der zunehmend komplexer, ja, und er degeneriert mit der Zeit, ja, das ist die berühmte Code-Entropie, selbst wenn du gar nichts machst, ja, das heißt, eine gute Architektur, was erwarte ich von dir, sie sollte mir helfen, mit Changes, täglichen Changes, gut zurechtzukommen, und zwar auf eine effiziente Weise, ja, so, dass nicht so der berüchtigte Big Ball of Mud rauskommt oder Spaghetti-Code, ja. Natürlich kann ich in den Ball of Mud und in den Spaghetti auch Changes einbauen. Brauche halt 10-mal so lang und ist 10-mal so gefährlich. Ja? Und ich will mich eigentlich nicht jeden Tag so plagen müssen wie die Typen hier und auf der Strecke dann noch das halbe Team verlieren. Man beachte, einen hat es schon erwischt. Ja? Okay, Effizienz für Änderungen, das wäre wünschenswert. Ein anderer Punkt natürlich. Klarheit und Verständnis. Ja, ich meine, eine gute Architektur, die sollte mir helfen, überhaupt einen Überblick zu wahren, Orientierung und Klarheit zu geben über, was sind die Komponenten und die Entities meiner Software, mit welchen externen Services bin ich integriert und so weiter und so weiter. Wenn ich Changes einbauen will, damit ich sofort weiß, wo ich hingreifen muss, wenn ich mit meinem Team was diskutiere oder mit dem PO, wenn ich mit einem anderen Team diskutiere, weil ich deren Service integrieren muss, whatever. Also je mehr eine Architektur hilft, Verständnis und Klarheit zu schaffen, umso besser. Ja, also warum brauche ich eine Architektur? Die sollte mir Prinzipien und Pattern an die Hand geben, um meine Codebasis zu strukturieren. Und am besten sollte das passen, eben ob es ein Monolith ist oder ein Microservice oder eine verteilte Microservice-Landschaft. Ja, umso besser eine Architektur, das mir abbilden kann. Ja, umso mehr ist mir geholfen. Ja. Verständnis durch Klarheit und Struktur und eben Changeability, das heißt, ich kann den Code gut warten, ohne dass mir das um die Ohren fliegt. Testbar am besten auch, automatisiert. Das erwarte ich von der Architektur. Ja, okay. Was ist jetzt das Problem mit meinen Layers? Naja, schauen wir mal.
Üblicherweise sieht es ja so aus. Ihr kennt das alle, braucht man nicht viel reden, Präsentation. Dann habe ich in der Mitte meine Business-Schicht und unten meine Persistenz-Layer mit der Datenbank. Ja, der Prozess geht von oben nach unten, kennt ihr alle, und die Dependencies laufen so. Ja. Die Präsentationsschicht, UI oder REST API, whatever, hängt von meiner Business-Schicht ab und die hängt von meiner Datenbank-Schicht ab, von meiner Persistenz-Layer. Wirklich, ist das so. Also ich für meinen Teil frage mich bis heute, ja, wo gehört denn die Persistenz-Layer, deswegen auch die Farbe, wo gehört die eigentlich dazu? Gehört die zur Business-Schicht oder gehört die zur Datentier? Ja? Weil ich meine, was ich da mache, zum Beispiel, wenn ich ein Object-Relational Mapping mache auf Hibernate-JPA-Annotationen, ja, dann mappe ich ja meine Entity auf die Struktur einer relationalen Datenbank zum Beispiel. Das heißt, ich habe da eben JPA-Annotationen drin. Ich habe eine ziemlich harte Abhängigkeit in meiner Entity auf die Struktur, wie das Ding in der Datenbank abgelegt ist. Das ist aber ein bisschen komisch, weil ORM, Object Relational Mapping, die Idee war doch eigentlich, dass ich meine Entity, sprich meine Business Entity abbilden will. Und nicht umgekehrt eben meine Struktur, wie sie in einer relationalen Datenbank abgelegt ist. Ja? Also da stimmt irgendwas nicht. Der Schnitt hier und die Verhältnisse sind nicht so klar, wie man zuerst denkt. Und vor allem sind es nicht richtig. Das ganze Ding ist total datenzentrisch getrieben. Ja? Weil in Realität, egal was ich gesagt habe, die echten Dependencies sind klar von oben nach unten. Ja. Die Datenbankstruktur gibt mir vor, wie meine Entity ausschaut und das schlägt durch auf meine Business Layer bis oben zur Präsentations Layer. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich will, oder? Weil ich meine, wir wollten ja eigentlich ein Business-Problem lösen und nicht einfach ein kompliziertes Datenbankinterface bauen. Ja. Naja. Das ist natürlich auch das Bild vom letzten Jahrhundert gewesen. Wie sieht es heutzutage aus? Das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe oben Präsentation Business und dann will ich üblicherweise in meiner Microservice-Landschaft vielleicht auch noch andere Microservices haben. Das heißt die Persistenzschicht, das heißt jetzt Infrastruktur. Ich habe immer noch meine Datenbank-JPA-Zeug drin, aber ich habe auch ein Package whatever mit REST-Services, wo ich meine REST-Clients implementiere und andere Microservices vielleicht einbinde. Ja, jetzt fällt mir noch ein. Messaging machen. Ich will noch Events auf eine Message Queue pushen, weil da ein Billing dran hängt, ja, das darauf hört und Rechnungen schreibt für meinen Webshop, whatever. Ja. Dann fällt mir rein, vielleicht brauche ich noch ein File Storage, weil der User will irgendwas uploaden können, Bilder, Dokumente, keine Ahnung, etc. etc. Ihr seht schon, das Bild da unten, die Infrastruktur, die wird immer fetter und es schaut nicht mehr so wirklich cool aus. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie meine Dependencies-Pfeile gehen, dann ist das auch nicht mehr sehr schön, ja, weil plötzlich merke ich habe in meiner Business-Schicht, ja, das Herz meiner Applikation sein sollte, da wo mein Geschäft stattfindet und das ich eigentlich modellieren will, ja, da habe ich plötzlich einen Haufen Abhängigkeiten von allen möglichen Seiten, externen Seiten. Das fühlt sich nicht so gut an, ja, das ist not nice. Der Alistair Cockburn, der die hexagonale Architektur erfunden hatte, 2005 übrigens schon, ist nichts mehr Neues, ja. Der hatte noch einen anderen Driver, der hat gesagt, ich will Test-Skripte haben, die meine Business-Layer testen, die meinen Applikationskern testen. Okay, malen wir das auch noch hin. Dann hat er festgestellt, das ist aber gar nicht cool, weil ich kann das gar nicht. Ich habe Logic Leaks. Ja. Was ist ein Logic Leak? Kurz erklärt, einfaches Beispiel. Ja, ihr kennt das. Ja. Man hat eine UI und dann gibt es das Requirement, dass bestimmte Usergruppen, zum Beispiel Admins, die dürfen halt mehr. Ja. Die dürfen mehr sehen oder bestimmte Knöpfe drücken. Und dann ist es natürlich total verführerisch zu sagen, naja, auf UI, da habe ich ein schönes If-Else, ja, und dann blende ich Knöpfe ein und aus und fertig. Ich habe das Feature umgesetzt, nicht wenig Arbeit gehabt. Toll. Das ist aber doof, wenn ich jetzt einen Test schreiben will, der das Feature abprüft, dann kann ich das gar nicht machen, einen geskripteten Test, nicht einen UI-Test, weil ich kann das Feature nicht testen, weil die Logik ist ja in der Präsentationsschicht und nicht unten in meiner Business-Schicht, wo mein Test drauf wird. Das heißt, ich kann das Feature nicht testen. Ein Logic-Leak. Das ist auch nicht so toll. Wenn wir jetzt noch anschauen, wie in Wahrheit die Dependencies in meinem Projekt laufen und nicht einfach die View von gerade,
Und dann noch jemanden einfällt, dass wir ja auf Event-Messages vielleicht auch reagieren wollen können, dann wird es endgültig ein bisschen blutig und dann ist das Bild gar nicht mehr schön. Und das ganze Ding fliegt mir um die Ohren, weil ich jetzt da wirklich eine Cyclic Dependency habe und das funktioniert nicht mehr gut. Okay, Summary. Naja, Layered Architecture, ja, ist jetzt nicht böse und schlecht per se. Ja, aber wir haben gesehen, sie hat schon Issues. Erst recht in der heutigen Welt, wenn ich andere Services einbinden muss und die ganzen Dinge ein bisschen größer und komplexer wachsen. Ja, skaliert nicht mehr gescheit. Ich bin verführt, dass ich einen Monolithen baue. Ich baue leicht und schicke Lixer und so weiter. Naja, okay. Wie kann uns die hexagonale Architektur da vielleicht weiterhelfen? Die hat vier einfache Regeln. Schauen wir es uns mal an. Okay, erste Regel. Was wir vorher gesagt haben, wir wollen ja ein Business modellieren. Das heißt, wir setzen uns erstmal hin und setzen das Business in das Zentrum von unserem ganzen Mindset. Ins Zentrum vom Diagramm und von unserem Denken. Wir hocken uns zuerst hin und überlegen, was haben wir für ein Geschäft? Was sind die Use Cases und wie sehen unsere Domänenobjekte aus? Was habe ich für Entities? Und so weiter. Einfaches Beispiel, Coffee Subscription, Coffee Bean Subscription Service. So, ich möchte ein Abo-Service haben, wo ich jede Woche frisch geröstete Kaffeebohnen zugeschickt kriege, weil sonst schmeckt es ja alt. Das heißt, jeden Freitag kriege ich ein neues Päckchen und das soll der Service sein, der mir das einfach beim Bestellen hilft. Naja, dann, dann habe ich also hier so meine Domänenobjekte wie Coffee Subscription, ja, das hat einfach eine Referenz auf den Customer, ja, das muss ja ein Kunde sein. Das hat ein von bis Period, ja, also wie lange soll mein Abo laufen und dann habe ich hier so Order Items, wo drin steht, okay, was ist es denn für eine Bohnensorte und wie groß soll das Päckchen denn sein, was du da haben willst, ja. Dann denke ich mir noch meine Use Cases aus, hier ein einfaches Beispiel, schon ein bisschen Code hingeschrieben. Ich habe ein Create, eine Coffee Subscription anlegen und dann habe ich noch ein Edit, weil ich will ja vielleicht irgendwas an meiner Bestellung mal ändern. Ja? Andere Kaffeesorte, mehr oder weniger. Naja, nachdem ich jetzt mein Business im Zentrum habe, packe ich meine REST API und unten meine Datenschicht wieder oben und unten dran, wie ich das in Layers kenne. Während sich gar nichts geändert. Was kommt jetzt? Zwei Dependencies. Ja, die Dependencies zeigen immer nach innen zu meiner Core Business Domain, weil die gibt ja den Ton an. Das heißt, die sollte nach außen von nichts anderem abhängen, idealerweise. Ich möchte mein Business unabhängig modellieren. Ja. Und das sieht jetzt erstmal trivial aus, aber wenn man mal hier unten schaut, das ist tatsächlich der große Game Changer hier. Ja. Vorher ging die Abhängigkeit von meinem Business in meine Datenbankschicht und ich hatte eine datenzentrische Applikation. Jetzt habe ich das umgedreht. Ja. Das adressiert genau das, was ich vorher hier kurz angedeutet habe, darum habe ich da so drauf rumgeritten. Das ist wirklich, dreht die ganze Sache hier um. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich meine Dependencies so baue, was passiert denn dann an der Schnittstelle da? Was muss ich da machen? Ja, das bringt uns ganz natürlich zum dritten Punkt, zur dritten Regel. Du stellst dir ein klares Interface hin. In der hexagonalen Architektur nennt man die Ports. Und man macht noch eine Unterscheidung eben, so, es gibt die Input-Ports und die Output-Ports. Input-Port bedeutet, das ist der Eingang in meine Business-Schicht. Input bedeutet eben, dieses Interface callt meine Business-Schicht. Ja? Und Output-Port, das sind die Interfaces, die von meiner Business-Domain, von meiner Business-Schicht aufgerufen werden, um irgendwas zu machen, was außerhalb meiner Business-Schicht liegt. Genau. Nochmal zur Betonung, genau. Diese Ports, die gehören zu meiner Business-Schicht. Das heißt, meine Business-Schicht bleibt der Chef. Ja. Wenn ich von außen Kommunikation reinkriege oder wenn ich nach außen kommunizieren will, ich gebe vor, durch diese Port-Definitionen, durch wie das Interface da ausschaut, was da reinkommt und was da rausgeht. Was geht über die Grenze? Ja. Was geht denn über die Grenze bei so einem Methodenaufruf von dem Interface? Naja, was geht raus?
Wir kennen ja nur unsere Domänenobjekte. Also gehen nur die über diese Grenze. Ja? Und was kriege ich zurück von meiner Datenbank oder von meinem angebundenen REST-Service oder so? Meine Domänenobjekte, weil ich kenne ja gar nichts anderes in meiner Business-Schicht. Und dritter Fall, natürlich muss ich immer ein bisschen für Errors auch mitdenken. Auch das definiere ich in meiner Business-Schicht. Was erwarte ich für Probleme und für Fehler, die von einem angebundenen Service zu mir zurückkommen können? Ja? Ich bestimme das, wie ich damit umgehe, durch die Definition meines Bots. Ja? Ich ziehe mir nicht irgendwie JPA-Exceptions in meinen Business-Code rein oder REST-Client-Exceptions und so weiter. Dann schauen wir uns das nochmal an, wie das da im Detail ausschaut. Ja? Also ich habe oben ein Interface von meinem Input-Port. Was ist noch? Genau, da ist dieses Create-Copy-Subscription drin. Und was ich hier noch highlighten will, das Argument, das übergeben wird, ist also tatsächlich meine Entity, die Copy-Subscription. Ja? Und bei einer Änderung, bei einem Change-Request oder so, der reinkommt, da habe ich vielleicht noch kein passendes Business-Objekt. Naja, da hätte ich mir vorher falsch formuliert, habe ich schon. Ich muss mir das vorher überlegen, weil das Zentrum ist ja meine Business-Domäne. Das heißt, wenn mein neues Requirement ist, baue das ein, dass ich hier was ändern kann, dann baue ich mir entsprechend ein Objekt, hier eben Change Order View, also Value Object, das genau das abbildet, die beiden Attribute, die in so einem Use Case geändert werden können. Ja, zum Beispiel die Kaffee, also die Bohnensorte oder die Menge. Ja. Und das kann ich schön modellieren. Und ich habe eine klare Schnittstelle. Und obendrauf, meine REST API, muss ich dann die Übersetzungsleistung bringen von dem Patch Put Request, der reinkommt, übersetzen in mein Modell meiner Business-Domäne und mir das übergeben. Ja. Unten zur Datenbank hin sieht es genauso aus. Ich stelle mir ein klares Interface hin, sage dann ja, rufe eine Methode auf, Cassist, und die übernimmt natürlich mein Coffee Subscription Entity. Und wenn ich ein Get habe, kriege ich auch meine Coffee Subscription Entity zurück, und die ich in meiner Business Domain definiert habe. Ja. Und nicht irgendwie so ein ORM-gemapptes Ding, wo das so zusammengestöpselt und gebaut ist, wie halt in der Datenbank die Relationen und in den Tabellen sind. Weil das interessiert mich immer. Ja, gar nicht. Ja. So, das bringt uns zum vierten Punkt von dem Regelset. Ja, da wird nämlich ganz klar, wenn wir nochmal zurückgehen, hier oben meine REST API und meine JPA API, die schwarzen Blöcke da, ja, das sind im Grunde Adapter. Ja. Und genauso heißen die ja auch in Hexagonal. Und jetzt sind wir schon bei Ports and Adapters. Ja. Bei den Input-Ports heißen die eben auch entsprechend Input-Adapter. Man kann auch sagen Driving-Adapter oder Driving-Port. Das kann man, denke ich, valent verwenden, also Driving oder Input. Für was geht in meine, was ruft meine Business-Schicht ab? Ja. Und umgekehrt auf der unteren Seite haben wir den Output-Port mit dem Driven-Adapter. Driven von meiner Business-Schicht. Beziehungsweise kann auch sagen Output-Adapter und Driven Port. Also, okay. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ja, macht euch klar, bei so einem Adapter, ihr wisst es eigentlich, aber man kann es nicht genug betonen. Da sind immer zwei Interfaces involviert, ja, zwei APIs. Guckt es euch genau an, ja. Wenn ich oben reinkomme, da habe ich meine REST API. Die ist implementiert mit Spring und Jackson von mir aus. Ja. Aber das interessiert mich ja in meinem Business nicht, sondern der Adapter übersetzt diese REST-Technik, mein Incoming Request, in mein Modell von meiner Business-Schicht und übergibt es. Ja. Er konvertiert, er adaptiert. Und unten genau das Gleiche. Ja. Mein Output-Adapter, das ist mein Output-Port, der wird von meiner Business-Schicht aufgerufen und dann übersetzt er die Anforderung, eben ein speicherndes Ding in die Datenbank, und als Ding kriege ich meine Entity. Ist der Adapter dafür zuständig, das in JPA verständliches Zeug zu übersetzen. Irgendwelche Magic, wie das genau ausschaut, das muss mich in meiner Business-Schicht doch nicht interessieren, sondern dafür ist der Adapter da. Ja, man wisst es, aber man kann es nicht genug betonen.
Okay, hier nochmal. Wie sieht der Flow aus? Ich komme oben mit meinem REST-Controller rein. Ja? Der REST-Controller, der kennt den Input-Port. Ja? Das hat er als Property in seiner Klasse. Ja? Weil er kennt ja von der Dependency her die Business-Schicht. Das heißt, er kann das Interface einfach aufrufen. In meiner Business-Schicht ist dann die Implementierung von diesem Use Case, der übernimmt die Orchestrierung, bearbeitet das Incoming Ding, meine Coffee Subscription, was auch immer da gemacht werden muss. Und am Ende sagt er, ich möchte eine Datenbank speichern, ich rufe den Output Port auf und die Implementierung des Output Ports, das ist mein Output Adapter und mein JPA API Adapter, der übersetzt das, was ich gerade gesagt habe, in die entsprechende Sprache von Hibernate, whatever, oder NoSQL, was ihr wollt. Ja. Auf jeden Fall, da ist die Stelle, wo die Übersetzung stattfindet. Naja, was jetzt nicht eingezeichnet ist, das geht dann natürlich nochmal zurück. Return, Coffee Subscription, oder so. Und dann ist es wieder mein Output, mein Adapter auf der Oberseite, der dann eben wieder das Mapping übernimmt von der Coffee Subscription zu einem Response-Objekt, das ich bei meiner REST API zurückgeben will. Naja, in so einer einfachen Datenbank, sage ich mal, kann man schon argumentieren, dass das vielleicht ein bisschen ein Overkill ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja das einfache Bild. Viel interessanter und viel wichtiger wird es, wenn ich eben andere Komponenten noch integriere. Eben, wie wir vorher gesagt haben, ich will verschiedene REST-Services anbinden. Ja. Ich habe einen Customer-Service, wo ich den Customer validieren will. Ich habe einen Coffee-Product-Service, wo drin steht, wie die Coffee die Bohnensorten genau definiert sind und so weiter, die will ich alle anwenden. Und dann mache ich das wieder so. Ich schreibe mir, ich packe das jetzt nicht unten in die JPA-Schicht rein, sondern es ist ja eine andere Technologie. Ich mache mir ein eigenes Modul, wo mein ganzes REST-Zeug drin ist. Und da implementiere ich dann meinen Client. Ich habe gestern den schönen Ausdruck gehört, dass dieser Output-Port zwischen meiner Business-Layer und dem REST-Service-Adapter, das ist auch wie eine Brandmauer, wie eine Firewall, weil die schützt mich vor Changes von der Außenseite. Ja. Weil ehrlich gesagt, das ist auch das berühmte Tolerant Reader Pattern oder so, wenn ich nur bestimmte zwei, drei Properties von meinem Bean Product Service brauche, wie ID und Label, wie heißt das Ding, und mehr brauche ich nicht, dann hole ich mir natürlich auch nur die beiden Properties. Ja. Ich importiere nicht das. Ja. Und wie ich das mache und was ich dazu tun muss, das implementiert mein Adapter und dann mappe ich das in mein Domänenobjekt und gebe es zurück an meine Business, an meine Business-Schicht. Und in meiner Business-Schicht, da muss ich mich nicht kümmern um REST-Exception, REST-Client-Exception oder Timeouts und Retries und so weiter. Das wird mich doch in meinem Business nicht interessieren. Ja, da will ich meine Business-Logik abhandeln und implementieren. Die hat überhaupt nichts damit zu tun, in welcher Technik der Bean Product Service implementiert ist. Ob das ein REST Interface ist oder SOAP, das muss ich in meiner Business Schicht nicht wissen. Ja. Und dann wird auch klar, wie ich dann bei dem Spielchen weitermache. Wenn ich jetzt eben Tests haben will, Testskripte, dann ist das ein neues Modul, das wir eben über einen Input Port. Ja. Die Tests call meine Business-Schicht über einen Input-Port, da reinkommt, ja, und so weiter, File-System-Anbindung oder S3 oder SOAP könnte man jetzt hier auch hinschreiben, ja, kein Problem. Und dann ist auch klar, wie ich das mache mit den Event-Messages. Ja. Wenn ich Messages habe, die ich auf die Queue schreiben will, ja, dann habe ich halt an der Stelle einen Output-Port, den ich von meinem Core aufrufe und der Adapter takes care, um das reinzuschreiben. Und wenn ich auf Event Messages reagieren will, dann mache ich mir einen Input Port, ja. Der vom Adapter, der hört auf die Queue und triggert den Event über das dedizierte Interface, das zu meiner Business Domäne gehört und spricht mit mir sozusagen. Und das ist auch überhaupt kein Problem im Gegensatz zu vorher, weil die Dependencies gehen ja so von außen nach innen, ja. Ich kann das machen, ohne mir ins Knie zu schießen. Jo, das war's eigentlich. Sind wir fertig. Nochmal Summary. Vier einfache Regeln. Ne?
Mindset, ja. Setzt euer Business, das, was ihr modellieren wollt, wirklich ins Zentrum von eurem Denken und von eurem Diagramm. Ja. Aber denkt zuerst über eure Entities und Value Objects nach und Use Cases und die Business Rules der. Ja. Macht es zuerst, bevor ihr über Datenbankschema nachdenkt oder REST Interfaces. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Ihr wollt das Business modellieren und das andere fällt dann danach raus. Ja. Naja. Zweiter Punkt, also alle Dependencies zeigen nach innen. Das folgt ja eigentlich konsequent daraus, wenn ich die erste Regel konsequent umsetze. Ja. Und dann denkt nochmal darüber nach, was sind eigentlich meine Boundaries mit der Außenwelt? Ja. Welche Schnittstellen habe ich nach außen? Und da gehört mein eigenes REST-Interface dazu. Es könnte ja auch SOAP sein. Ja. Wir müssen ja nicht einen REST-Service bauen, vielleicht bauen wir einen SOAP-Service oder vielleicht plötzlich beides. Ja. Kein Problem. Das ist außerhalb meiner Business-Domain, gehört zwar zu meiner Applikation, aber nicht zu meinem Business-Core. Das baue ich außen dran. Na, ich unterscheide nochmal zwischen Input und Output, sodass ich da ein bisschen eine klarere Sicht habe. Wer ruft mich auf? Wem rufe ich auf? Im Übrigen findet ihr bei der Idee auch so ein bisschen die Layers wieder. Ja? Die Input-Ports ist das, was in der Layout-Architecture in der alten Sicht die Präsentationsrichtung, ja, ruft meinen Business Core auf. Ja, und die Output Ports, das was da die Datenbank und das andere Zeug, Infrastructure. Ja, da hat sich nichts viel geändert, außer die Dependencies. Naja, und die Adapter implementieren eben das. Ja, meine Ports zu und von den externen APIs. Okay, das war's. Wo waren jetzt die Onions? Okay, warum reden wir da überhaupt drüber? Onion Architecture und Hexagonale Architektur, die werden oft in einem Atemzug genannt. Ja, wird oft gesagt, die sind nahe verwandt oder sogar äquivalent. Was soll das heißen? Deswegen erwähne ich es. Schauen wir mal ganz kurz drauf. Okay. Onion Architektur wird üblicherweise so dargestellt. Ja. Der Name kommt davon, Zwiebelmodell, ja, die Schalen, die man hier sieht. Wenn wir mal von außen nach innen gehen, da haben wir also die Präsentationsschicht und Tests und Infrastruktur. Ja, das kommt uns ein bisschen bekannt vor und wir finden das bei der hexagonalen Architektur auf der anderen Seite wieder. Was halt unsere Adapter sein? Ja, das ist hier die Außenschicht. Wir haben Tests, wir haben Presentation. Naja, bei den Onion heißt es halt Infrastruktur, bei hexagonal wird es ein bisschen expliziter dargestellt. Und innen habe ich den Business Core. Damit ich es nicht vergesse. Die Dependencies bei der Onion-Architektur gehen natürlich auch so. Das heißt, da haben wir totale Äquivalenz zwischen den beiden. In der Mitte sitzt mein Business Core und außenrum sitzt meine externe Welt. Aber die Dependencies gehen immer so, sodass mein Business Core unabhängig ist. Ich möchte meinen Business Core unabhängig beschreiben können von irgendwelchen äußeren Dingen, weil ich möchte erst mein Geschäft modellieren und das ist das Herz meiner Applikation. Im Grunde ist es wirklich sehr gleich, haben wir jetzt nochmal geschaut. Es ist nur der Schwerpunkt und die Darstellungsform. Die hexagonale Architektur, dieses Bild fokussiert sich halt mehr so wirklich eben so, hey, guck mal, hier hast du Ports und Adapter, da ist der Fokus klar eben so, gibt einem ein strenges Pattern oder Pattern an die Hand, wie kommuniziere ich sauber mit meiner Außenwelt und wie strukturiere ich das gut, ohne dass ich da die Übersicht und die Kontrolle verliere. Ne? Wo die hexagonale Architektur sparsam ist, ist eigentlich, wie schaut das im Inneren, also mein Business Core, wie strukturiere ich denn das? Da macht es ehrlich gesagt wenig Aussagen dazu. Ja? Das mit den Use Cases, das habe ich mir schon erst Kollegen aus den Fingern gezogen. Ja? Das ist einfach nur ein Core Business Domain, period. Ja? Da ist die Onion-Architekturbild ein bisschen klarer. Ja, das legt da den Schwerpunkt drauf. Das sagt nochmal, hey, du hast doch hier deine Application Services, so heißt es in diesem Bild, ja, das ist das, das die Use Cases beschreibt und die den ganzen Prozess orchestrieren soll in meinem Business Core. Ja, und dann habe ich noch die Domain Services und das Domain Model, die tatsächlich das Herz meines Business modellieren sollen und abbilden sollen und so weiter. Wie gesagt, hexagonal. Bisschen stärker der Fokus auf die Kommunikation mit außen und die Darstellung und die Strukturierung. Onion-Architektur eigentlich das gleiche mit stärkerem Fokus auf, wie sieht mein Business-Core aus. Naja, kann ich die beiden auch total easy verheiraten.
Ja, nehmen wir einfach den Business Core rüber in meine hexagonale Architektur. Dann haben wir jetzt die Flower-Architektur erfunden oder naja, egal. Wie auch immer, das war schon. So viel zu den Onions. Die beiden sind tatsächlich sehr äquivalent. Und dann kriegt man so ein schönes Bild raus. Summary. Denkt an die vier Regeln. Ne? Ich habe es auch genug gesagt. Core in der Mitte. Dann ergeben sich daraus eigentlich schon die Dependencies, die nur nach innen zeigen. Und daraus leite ich die Ports ab und meine Adapter. Das gibt mir wirklich eine schöne, klare, logische Struktur in meinem Service. Und ich bin auch relativ lose gekoppelt durch die Ports, Input-Ports wie Output-Ports. Das ist eben tatsächlich eine Brandmauer, ein hartes Interface, das mir gehört, ja, als Sicht der Business-Schicht. Wenn jemand an der Außenwelt was ändert, der ein anderer REST-Service, die ändern ihre API, stellen das Modul auf den Kopf und so weiter. Wem interessiert es? Ja, in meinem Business-Core muss ich das nicht wissen. Das ist Aufgabe des Adapters und da implementiere ich den Change. Ja. Ich muss ihr Modul auch nicht importieren. Ja. Die renamen ein Property. Ja, was interessiert es mich? Das ist ihre Sprache. Meine Sprache ist über den Port ganz klar definiert. Ja. Zum Beispiel beim einen heißt es halt Coffee Product, heißt die Bohnenart, Coffee Type, bei mir heißt es Coffee Brand. Ja und? Macht keinen Unterschied. Ich spreche in meiner Domäne meine Sprache. Ich muss den geänderten Namen von der anderen Seite mir nicht drüber ziehen. Ja, dann mache ich ein sauberes Mapping in meinem Adapter und bin fein aus dem Schneider. Der Change ist nur im Adapter. Ja, und mein Business Core ist überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht angefasst. Und auch die Tests, die ich dann schreiben muss, vielleicht für die Änderung, die sind nur in meinem Adapter. Die Tests von meinem Business Core funktionieren nach wie vor so wie vorher. Ich musste überhaupt nichts ändern. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Denkt an eure Change Requests, sondern an eure Pull Requests und an eure Reviews. Ja. Wenn die Changes viel kleiner sind und nur in einem Bereich von meiner Codebasis von meinem Projekt, ja, dann tue ich mich da auch viel leichter. Ich habe viel weniger Merge-Konflikte, ja, wenn ich ein Team hat, wo 8 Leute an dem Ding arbeiten und jeder kleine Change an der Außenseite eskaliert quer durch meine Business-Schicht und blutet da rein und ich habe da überall Changes, bloß weil ich ein Property hineingeändert hat oder so. Das ist ja nicht schön. Erstens, der Pull Request sieht nicht gut aus, ist hart zu reviewen. Ja, error prone, in irgendeinem Test hat man es doch übersehen und überhaupt Merge-Konflikte mit 3 anderen Entwicklern. Ist doch viel schöner und viel leichter. Eingesperrt ist, ja, contained. Ja, wenn ich das Ganze, also das ist ein Implementierungsdetail, wenn ich das Ganze auch noch als Module baue, ja, dann habe ich gleich auf dem Projekt Root Level eine ganz klare Code-Struktur. Ich weiß sofort, wo ich hingreifen muss, wenn ich eine REST-Service-Implementierung, also die Anbindung von einem anderen Microservice anfassen will oder meine Datenbank. Ja. Und ich habe automatisch auch damit verhindert, diese Dependency Violations, dass jemand plötzlich meine strikten Inbound-Dependencies irgendwie kaputt macht, weil normalerweise kannst du das eben gar nicht sehen. Die API, meine Core-Business-Schicht innen, das sieht nichts, das weiß nichts von JPA, das weiß nichts von REST. Und das da dazu zu bauen, das ist dann echt, da muss man sich schon sehr verbiegen. Und also, das passiert nicht aus Versehen. Und ja, das war's. Punkt ist, Summary hat eigentlich wenig, darüber kann man diskutieren, extra Aufwand. Ja, okay, ich muss ein neues Modul bauen vorzugsweise und ich habe diesen Mapping Overhead. Und da kann man viel drüber reden, wie viel oder wie wenig extra Arbeit das ist. Ja. Aber denkt dran, was ich gerade beschrieben habe, an dem Pipeline. Ihr habt Contained Changes, ihr habt Decoupling, ja. Ihr habt weniger Merge-Konflikte. Wie viel weniger Arbeit in the long run, ja, für euch selber. Seht es als Investition. Tut es euch selbst einen Gefallen. Und damit jedem anderen auch, weil mit so einem strukturierten Projekt, wo alles sauber ist, da arbeitet man auch gerne. Nicht nur du selber, sondern auch dein ganzes Team. Und denkt dran eben, was ich, der Amount, also die Menge unnötiger Arbeit, die nicht gemacht wurde. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Ja, wann sollte ich das anwenden? Wenn man mich fragt, immer. Ja, das ist natürlich übertrieben.
Klar, ich mache das nicht für ein kurzfristiges, für ein temporäres Projekt, das nur kurz lebt. Vielleicht eine einfache Metapher. Ja. Wenn ich weiß, ich will nur mit einem Zwei-Mann-Zelt auf der Wiesn übernachten, dann brauche ich nicht die ganze Oktoberfestwiesen planieren. Ja. Wenn ich allerdings weiß, dass da früher oder später ein Oktoberfest draus wird, ja, dann sollte ich besser rechtzeitig schauen, dass ich die Infrastruktur gerade ziehe, weil wenn die Bierzelte schon dastehen und die 6 Millionen Touristen da sind, dann wird es schwer, nachträglich noch was dazu zu bauen oder drunter zu bauen. Dann wird es schwer und teuer und auffällig. Und ihr habt es die Arbeit. Also klar, ja, nicht immer, nicht für einfache Projekte. Also was ich sagen will, setzt zu, dass einfach bald genug die Kurven trägt. Ja. Irgendwann braucht man vernünftige Struktur. Auch hier, man läuft nicht los und macht drei Sprints nur Infrastruktur und der Kunde sagt, ja, wo ist denn mein Produkt? Ja, wir haben eine Infrastruktur gebaut. Das kann es auch nicht sein. Ja. Also irgendwo in der Mitte den vernünftigen Trade-off finden. Das hat auch mit Erwartungsmanagement zu tun. Ja. Was kommuniziere ich meinem PO? Wenn der sagt, ja, wir kennen das, ja. Wir haben hier nur, wir bauen jetzt einen Demonstrator, ja, oder ein Proof of Concept. Ja. Einen Monat Arbeit, dann stehst du Demonstration beim Kunden. Ja, das sieht ja gut aus, warum können wir damit live gehen? Wir kennen das. Ja. Also man muss da einfach den richtigen Kampf finden. Ja, letztes Wort dazu. Alles ein bisschen mit einem Grain of Salt sehen. Ja. Dass man hexagonale Architektur macht, auch nicht automatisch alles gut. Das ist nicht, es gibt nicht eine Silver Bullet, mit der alles funktioniert. Und das ist auch kein Schwarz und Weiß, ultimative Wahrheit. Ich liebe dieses Zitat von Terry Pratchett. Das trifft hier so, so wie das ganze Leben. Schau mal, Regeln sind dazu da, dass man drüber nachdenkt, bevor man sie bricht. Ja. Guckt euch die Pattern an, schaut, wo sie euch helfen. Und wenn irgendwo was nicht passt, dann seid es nicht dogmatisch, sondern macht es so, wie es zu euch passt. Aber ihr habt vorher darüber nachgedacht. Das ist das, was mir wichtig ist. Okay, das war's. Vielen Dank. Bei der Gelegenheit wollte ich mich auch noch beim Booking-Team bedanken, weil wir haben im letzten Jahr da vier solche Services gemacht und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, vielen Dank an der Stelle. Und jetzt zu euren Fragen. Ja, vielen Dank an dich. Es sind tatsächlich auch schon ein paar Fragen eingetrudelt. Ich muss sagen, das Beispiel hat mir gut gefallen, aber soweit ich weiß, bieten wir jetzt auch noch kein Kaffee-Abo an, auch wenn das sicherlich einige Yamitis ganz gut gebrauchen können. Glaube ich, gäbe es einige Abnehmer. Weil Kaffee finden wir dann doch immer gut. Wie sieht es denn dann in der eigentlichen Praxis aus? Beziehungsweise, wir können auch gerne gleich schon ein paar Best-Practice-Fragen hier mit aufgreifen. Und zwar fragt sich einmal Matthias, und es geht auch in die gleiche Richtung wie das, was sich der Daniel fragt, inwieweit man eben Elemente einer hexagonalen Architektur auf Java-Package-Struktur also anwenden kann, wie man da die Packages Ja, dann schneiden tatsächlich. kann. In der Tat, so haben wir es gemacht. Ja. Vielleicht haben wir noch eine Grafik. Das habe ich extra mitgekriegt, weil der Vortrag hieß ja um Praxis und das habe ich ein bisschen geskippt. Genau. Man sieht hier, das ist ein Beispiel, was wir da gebaut haben, oder vor allem die Kollegen, aber egal. Ja. Wir haben das Ganze, das ist ein Service, schon mal in Module strukturiert. Ja. Und jedes Modul, das ist ein bisschen jetzt nicht sichtbar vom Naming her, also die Projektfrage gewesen. Resource-Schicht, das ist die REST-API des Services. Repositories, das ist die Datenbankschicht. Events, die Message-Queue. Ja, Core, das ist die Business-Domain. Ja. Clients, die anderen REST-Clients und so weiter. Und App, das ist halt das ganze Spring Boot-Zeug, das das Ganze dann zusammenwirft und so weiter. Du kannst das allein auf klassischer Modulebene schon sehr gut strukturieren. Und dann halt jedes Modul hat dann auch sein eigenes Package. Ja. Du hast dein Prefix von deinem Projekt, bla bla bla, com, Yambit, Coffee Subscription. Ja. Und dann habe ich halt Coffee Subscription Punkt Resources oder Punkt REST API, ja, Punkt My Database, Punkt Core und so weiter. So kann ich das auf Package-Struktur schon organisieren. Ja. Und wie gesagt, wenn ich das sogar als Module mache, dann habe ich zusätzlich den Vorteil, dass das mit den Dependencies, dass man da nicht so leicht Scheiß bauen kann, ja, weil eben
Der Core, der kennt nichts von außen. Ja. Das heißt, ich kann nicht aus Versehen da reingreifen und mir was, mir nichts, dir nichts, weiß ich nicht, Datenbankzeug holen, das nicht durch den Port klar definiert ist und so weiter. Also allein durch Packages und Module kann man da sehr viel Struktur reinbringen. Ja. Okay. Tatsächlich gab es auch noch ein paar Fragen, wie das jetzt genau einzuordnen ist. Und zwar war die eine Frage, ob es sich dabei dann nicht eigentlich nur um eine Visualisierung von Domain-Driven Design handelt. Du hattest bei der Onion war ja auch das Domain-Schlagwort mit drin. Da gibt es auch noch mal die Frage dazu, was ist denn bei der Onion-Architektur der Unterschied zwischen Application und Domain-Services? Ja, das ist eine gute Frage. Das haben wir erst gestern diskutiert. Also zum einen, ja, es ist sehr nah am Domain-Driven Design, sicher. Ja, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das eine vom anderen rausgefallen ist, aber natürlich geht es im größten Teil sehr gut zusammen. Ja. Eben weil auch Domain-Driven Design sagt, der fokussiert dich auf deine Business-Domain. Also das ist tatsächlich eins zu eins und eben dieses definiert deine Entities und deine VOs. Da steckt schon viel Domain-Driven Design drin. Ich finde die beiden wirklich kein Widerspruch. Und auch bei der Online-Architektur, das ist halt so ein bisschen das Wording, die Application Services versus die Domain Services, wo ist da ein Unterschied? Ich habe das hier bei der Hexagonal-Architektur als die Use Cases bezeichnet. Ja, also brauchst du normalerweise, wirst du in deinem Service auch eine Klasse haben, sag mal, die einen Prozess orchestriert, wie den Create. Ja, da kommt ein Request rein und dann, okay, ich kriege mein Subscription-Ding und dann sage ich erstmal, okay, jetzt will ich das validieren. Gibt es diese Coffee-Sorte, die da reingeschrieben ist mit der ID, gibt es die überhaupt? Ich calle den Coffee-Product-Service. Ja. Dann muss ich den Kunden validieren, schaue ich mal, gibt es den? Ich calle den Customer Service und so weiter. Also die Application Services, die sind so von der Idee her ein bisschen mehr für die Orchestrierung zuständig. Und die Domain Services, die sollen eigentlich dann so, das ist die Idee zumindest, tatsächlich das Business abbilden. So Services, die mir vielleicht helfen, meine Domänenobjekte zu modifizieren und was damit zu machen, was auch immer mein Business und mein Use Case an der Stelle verlangt. Wobei die Trennung da unscharf ist. Ich habe erst gestern gehört, ja, Domain Services, genau bei diesem Punkt, ja, die brauchst du ja eigentlich gar nicht, weil die Domänenobjekte, die sollen sich ja eigentlich selber modifizieren. Das sollen keine reinen DTOs sein, ja, keine nur Properties und nur Getter und Setter drauf. Die dürfen Funktionen haben, die sollen sogar Funktionen haben. Das ist der Punkt, ja. Es soll mein Geschäft abbilden. Ja. Das ist jetzt nicht rein Plain Java, Get, Set und fertig, sondern naja, und die Domain-Services und die Domain-Objekte, die bilden. Und ja, gestern habe ich in der DDD-Schulung vom Trainer gehört, naja, er macht diese Unterscheidung gar nicht. Ja, er hat die Klassen, die bilden den Use Case ab und modifizieren die Domain-Objekte und fertig. Also sind wir wieder an dem Punkt, take it with a grain of salt. Ja, mach das Beste draus. Denk dran, du willst ein Orchestrierungsding haben, das den Prozess steuert. Und dann bau dir dazu, was du brauchst. Domänenobjekte. Wenn du noch einen Service wirklich brauchst dazu, dann bau ihn, dann ist es ein Domain-Service. Wenn du ihn nicht brauchst und die Funktion direkt am Domänenobjekt abbilden kannst, tu es. Ja, es ist erlaubt, es ist gewünscht. Ja, ich kann bei einer Subscription sagen, Cancel zum Beispiel. Ja, und dann setzt die intern einen Status um oder so weiter. Ich muss nicht sagen, Set Status, bla bla bla. Ja, das ist alles erlaubt. Okay, eine letzte Frage haben wir noch reinbekommen. Und zwar, wenn ich im Adapter die Unterschiede zwischen zum Beispiel verschiedenen Microservice-Responses gerade ziehe, was mache ich, wenn ich die Daten von einem Adapter so wegreduziert habe, aber in einem anderen Adapter brauche? Also gegeben, dass die Information für die Core-Business-Domain eigentlich keine Relevanz hat, aber im einen habe ich es rausgestrichen, beim anderen hätte ich es jetzt gerne wieder. So verstehe ich es zumindest. Gerne, gerne selber lesen. Sind verschiedene Microservices gerade. Naja, ich kann es mir vorstellen. Wahrscheinlich ist es so, dass ich habe den einen Microservice, da hole ich mir Daten und da brauche ich vielleicht zwei Properties. Ich schätze mal, dass es so ist. Und dann muss ich aus irgendwelchen Gründen einen anderen Microservice callen und der braucht Properties,
die ich nur kennen kann, wenn ich vorher den ersten Microservice gefragt habe, die eigentlich nicht aus meiner Business-Core-Domain kommen. So würde ich die Frage verstehen. Dann ist das schon ein bisschen doof, weil eben so würde ich vielleicht sagen, naja, das highlightet ein bisschen das, was mit dem Domänenschnitt vielleicht nicht ganz klappt, aber keine Ahnung, so weit würde ich gar nicht gehen. Der Punkt ist, naja gut, du brauchst es. Ja? Und dann würde ich nicht dogmatisch sein. Ja? Wenn deine Business-Schicht es braucht, um den anderen zweiten REST-Service anzubinden, weil der dieses Property braucht, obwohl du als Business natürlich das vorgeben willst oder so. Aber manchmal ist es halt ein Trade-off. Die Welt ist nicht perfekt, da muss ich halt diese Regel brechen. Ja, da muss ich mir dieses eine Property, wenn ich es so zwingend brauche, von meinem Microservice halt holen und dann schubse ich es dem anderen rüber und der gibt mir dann das, was ich brauche. Also da muss ich es so bauen, schätze ich. Aber es ist eben schon, das sieht man sofort, an der Stelle so, also irgendwas ist da ein bisschen schief, würde ich zumindest jetzt so denken. Wie man da rauskommt, keine Ahnung, aber ja. Ja, also es scheint auf jeden Fall mit der hexagonalen Architektur ein spannendes Feld zu sein. Diese letzte Frage war übrigens von Nikita. Also falls ihr das Thema dann nochmal nach den Coffee Talks im direkten Gespräch aufgreifen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich finde das auch ganz praktisch, wenn ich nicht noch dazwischen stille Post spielen möchte. Und von daher, ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Inspiration mitgenommen. Und dann ja, lieben Dank an Matthias. Ja, gerne. Also. Tschüss.